meinem Kanal. Ich begrüße euch heute hier aus Hessen, genauer gesagt aus dem Windpark Rotes Land. Ja, vor mir sieht man zwei Vestas-Anlagen, zwei Vestas V80 und zwei Enercon-Anlagen, zwei Enercon E82. Ja, ich stehe heute, wie gesagt, im Windpark Rotes Land. Der ist hier nicht weit weg von Meerhof. Meerhof ist da oben. Da sieht man Windpark Wohlbedacht. Ja, von den Windparks da oben sieht man den hier auch ganz gut. Ja, ich war ja hier bisher einmal, nur ganz kurz. Also gibt es hier heute mal ein etwas längeres Video von. Ja, hier stehen im Windpark insgesamt 5 Vestas V80. Da haben wir da eine, da zwei. Ich stehe gerade selbst unter einer und hier neben steht auch noch eine. Die dürften 100 Meter Nabenhöhe haben, 2 Megawatt. Schön mit Tagesbefeuerung, richtig geile Anlagen. Ja, dann haben wir hier eine Enercon E101. Die gehört allerdings nicht mehr zum Windpark dazu. Die steht in NRW, also hier verläuft direkt die Landesgrenze. Ja, das ist eine E101 auf 99 Meter. Die steht mal wieder still, ebenso die V80 hier, obwohl es windig ist. Liegt wahrscheinlich wieder am Naturschutz. Die Enercon E101 hat sich, glaube ich, ja, weiß nicht, so gut wie gar nicht gedreht in ihrem Leben. Ja, dann haben wir Enercon E82, haben wir zwei Stück mit 2 Megawatt. Das ist einmal die hier vorne und einmal die hier vorne. Ja, dann haben wir E82E2 mit 2,3 Megawatt. Da haben wir einmal die. Und dann stehen halt im hinteren Teil noch 4 weitere. Ja, und dann haben wir zwei Vestas V90. Die sieht man da. 2 Megawatt. Noch das alte Design. Ja, 3 E53. Die stehen auch da hinten zwischen. Und 5 Nordex N117 Gamma mit 2,4 Megawatt. Ja, die stehen hier vorne. Ja, hier im Windpark wurden auch schon einige Anlagen repowered. Und zwar hinten bei den Enercon 2 E40, die mussten für die E82 weichen. Und da bei den 3 N117 standen einst 4 Vestas V44. Ja, schöner Windpark. Da hinten sieht man den neuen Windpark Bad Arolsen, beziehungsweise den ersten Teil davon. Da entstehen aktuell 5 Vestas V150 4,2. Da fahre ich jetzt gleich mal hin. Ja, gut, da jetzt hier sich nichts dreht, geht es dann mal weiter zu einer Nordex oder zu einer Enercon. So, jetzt stehe ich hier unter einer der Nordex-Anlagen und zwar unter einer Nordex N117 Gamma mit 2,4 Megawatt und 141 Meter Nabenhöhe. Ja, richtig cool. Ja, und was mir hier direkt auffällt, von oben fällt das natürlich auch auf, aber nicht so krass wie von hier, finde ich. Ich finde, der Windpark ist hier richtig geil aufgebaut mit diesen Höhen und Tiefen. Also die Anlage hier, die steht richtig tief, die N117. Dann kommen die drei da oben, stehen auf dem Bergrücken. Dann da hinten die Enercon stehen wieder tiefer. Und dann dahinter die E53 stehen wieder höher. Richtig geil, ey. Richtig cooler Park. Ja, gucken wir uns doch die Anlage hier mal an. Schönes Ding, muss ich sagen. Mittlerweile mag ich die Gamma auch ganz gerne. Ja, cool, ey. Aber relativ laut, muss ich sagen. Naja. Ja, und wie gesagt, richtig geiler Standort hier, finde ich. Hammer. Ja, da sind nochmal die beiden V150, die jetzt fertig sind. Ja, und ich werde mich jetzt gleich mal zu der E82 hier vorne machen, wenn alles klappt. Das ist die mit 2 Megawatt, eine richtig alte noch. Ja, und das ist eine der wenigen mit Tagesbefeuerung tatsächlich. Hier in dem Windpark. Beziehungsweise nicht eine der wenigen mit Tagesbefeuerung, ich korrigiere, sondern mit roten Spitzen. Ja, gut, dann bis gleich. So, Freunde, jetzt stehe ich hier noch einmal unter der besagten E82 auf 138 Meter Nabenhöhe. Und diese Anlage hat nicht, wie ich gesagt habe, 2 Megawatt,
sondern tatsächlich auch schon 2,3. Also steht tatsächlich nur eine mit 2 Megawatt hier im Windpark. Oder es steht noch eine zweite hier, müsste ich mal nachgucken, welche dann nicht diese hier ist. Ja, da sieht man die beiden Nordex. Die drei Nordex, hier steht ja jetzt dann die nächste. Ja, aber ich finde diese Anlage hier, muss ich sagen, ist in dem Park meine Lieblingsanlage. Ich bin begeistert von dem Standort hier. Also man sieht hier die Anlagen, wie hoch die alle stehen. Ja, also hier die Nordex extrem hoch im Verhältnis zu der Anlage hier unten. Die steht wirklich richtig, richtig tief hier drin. Ja, die Vestas haben jetzt alle gestoppt. Ja, und was ich auch richtig geil finde, ist hier, wie sie die Anlage eingebuddelt haben. Hier oben ist der Kranstellplatz. Alles schon eingewachsen. Die Anlage ist von 2011. Man könnte meinen, die ist wer weiß wie alt. So wie die hier eingewachsen ist und wie der rote Ring schon aussieht. Aber sie läuft noch top. Von daher, ja, richtig cool, ey. Dieses Panorama hier, der Hammer. Ja, und da sieht man halt jetzt die 2 Megawatt Maschine. Links, da sieht man schon, die ist ausgeblichen, hat eine andere, die Narbe glänzt ein bisschen anders. Die hat auch kein Logo drauf. Ja, daran erkennt man die meistens. Ja, und die hier oben, die hat auch einen ganz komischen Turm. Also die hat unten ein komplett ausgeblichenes Segment. Dann könnte man meinen, ein nagelneuer Turm. Ja, auch sehr seltsam. Naja, ich zeige euch den Windpark jetzt nochmal von oben, von der V90 hinter mir. So, jetzt stehe ich hier wunderschön zum Abschluss nochmal oben auf dem Hügel. Hier vor mir die E82, wo ich gerade drunter stand. Richtig schön. Da sieht man mal, wie tief sie steht. Ja, und hier dann die ganzen Nordex. Und hier kommen jetzt die ganzen Enercon. Ja, ich stehe jetzt hier unter der V90. 2 Megawatt. Noch mit dem alten Design, also keine Gridstreamer. Die Gridstreamer V90 stehen da drüben im Windpark Massenhausen. Da sieht man auch eine N100 Nordex und da eine N117, die steht auch richtig tief. Dahinter noch eine. Ja, und da sind die beiden Vestas, wo man leider nicht hinkommt, weil die Straße gesperrt ist. Naja, egal, was soll's. Dann eben beim nächsten Mal, wenn sie laufen. Ja, und hier hat man jetzt nochmal einen richtig schönen Ausblick auf die komplette Ecke hier. Hinten sieht man noch mal Meerhof. Richtig cool. Ja, und mit dem tollen Blick verabschiede ich mich dann von hier. Bis zum nächsten Video und ciao.